Dennoch, die Nachfrage nach medizinischem Cannabis wächst. Und die Stimmen werden zusehends lauter, die Droge auch generell für den Freizeitkonsum zu erlauben. Die Legalisierung könnte zudem die Justiz entlasten. Richter Andreas Müller hat Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Die Cannabis-Prohibition verletzt seiner Meinung nach die allgemeinen Freiheits-, Persönlichkeits- sowie Gleichheitsrechte. Und überlastet unabhängig davon den Staatsapparat. Wir haben nicht genügend Richter und Staatsanwälte und Polizeibeamte hier und da. Dann wird immer geschrien, ja, wir brauchen mehr Polizeibeamte. Dann schreie ich, dann hört doch auf, die Kiffer zu verfolgen. Sein Argument deckt sich mit dem von zahlreichen Medizinern und Politikern. Die Verhältnismäßigkeit fehle. Alkoholkonsum sorge für zehntausende Todesfälle jährlich. Cannabis für keinen einzigen. Jede staatliche Maßnahme muss verhältnismäßig sein. Oder anders ausgedrückt, man darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Hier schießen wir seit 50 Jahren mit Kanonen auf den Umgang mit dem Produkt, mit dem Wirkstoff, mit dem Rauschmittel Cannabis. Da gibt es 70-Jährige, die ihr Leben, das ganze Leben gearbeitet haben, die Cannabis noch nicht als Medizin bekommen, aus irgendwelchen Gründen oder es privat nicht bezahlen können. Die bauen sich ein paar Pflanzen an, werden dann vor Gericht gestellt. Ordentliche Mitglieder dieser Gesellschaft. Ist Deutschland wirklich auf einem Irrweg? Einerseits treibt der Staat jetzt sogar den Anbau für die Medizin voran. Andererseits bekämpft er Schwarzmarkt und Genusskonsum vehement. Wir werden ja nicht verhindern können, Menschen nehmen Cannabis ein. Das tun sie, ob es legal oder illegal ist. Das sehen wir ja. Dazu gibt es ja Statistiken und Zahlen. Und die ganze Verbotspolitik der vergangenen Jahre hat den Cannabiskonsum nicht begrenzt, was das Ziel war, sondern die Konsumraten steigen kontinuierlich an. Ich kann doch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und kann sagen, weil das jetzt so ist in Deutschland, dann können die sich alle in Zukunft Cannabis holen. Das ist wie die wahnwitzige Idee, die auch mal irgendein Beamter durch die Welt getragen hat aus einem Ministerium in Berlin. Weil alle 12-Jährigen Alkohol trinken, können wir doch den Alkohol jetzt auch für die 12-Jährigen freigeben. Ja, also das ist für mich völlig schräg, ist das. Bei allen Schwierigkeiten für viele Patienten. Der Markt boomt. Und spätestens seit der ersten Ernte wachsen auch die Hoffnungen auf vielen Seiten. In Cannabis-Deutschland.